Es gibt eine einfache und es gibt eine komplizierte Methode, Channel Loader 2 auf Windows zu installieren. Wir schauen uns jetzt mal die einfache an. Und dazu bin ich ins Channel Loader Forum gegangen. Den Link zu diesem Thread findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Hier klicke ich einfach auf den Link und bekomme jetzt direkt den Download zum Channel Loader angezeigt. Und da ich auf Windows bin, nehme ich natürlich den Installer für die 32- und 64-Bit Windows-Version. Hier werde ich dann zu MegaNZ weitergeleitet und hier muss ich dann auswählen im Browser herunterladen. Nachdem der Download dann abgeschlossen ist, kann ich die Datei speichern und direkt ausführen. Das bestätige ich hier nochmal, das Ausführen. Und jetzt fängt er an, sich die Installationsdateien aus dem Internet zu aktualisieren. Danach startet der Installationsassistent. Hier klicke ich einmal auf Weiter. Nochmal auf Weiter. Hier kann ich jetzt den Pfad festlegen, wo der installiert werden soll. Den kann ich natürlich auch so lassen. Gehe wieder auf Weiter. Das würde ich auch empfehlen, angehakt zu lassen, dann werden einfach die typischen Containerformate mit Channel Loader verknüpft. Das kann man so lassen. Und jetzt startet die eigentliche Installation. Zum Abschluss der Installation werden wir nochmal aufgefordert, etwas an das JDownloader-Team zu spenden. Das können wir natürlich machen oder wir klicken hier erstmal auf Überspringen. Nach dem Abschluss der Installation können wir direkt den JDownloader starten lassen und damit haben wir die Installation des JDownloader 2 abgeschlossen.